Willkommen zurück zu Dishonored 2. Oh Gott, ich bin auf den. Oh. Ein bisschen erschrocken, bin ja auf den Wal drauf. Ich habe mir jetzt ja die Karte geholt in der letzten Folge. So. Und die ist irgendwo da hinten, diese Bergung. Und ihr wisst, Wasser und ich, wir sind keine Freunde, nicht in Videospielen. Und ich schau nochmal. Ne, das war. Doch, das war doch hier irgendwo. Ne, das war unter Karten, genau. Da. Wir sind jetzt gerade quasi an der Ecke unter der 1 und wir müssen halt, also ein bisschen schräg nach da hinten halt, auf die Insel wahrscheinlich. Deswegen müssen wir jetzt umspringen und dann ein bisschen schwimmen. Ich hoffe mal, ich darf hier so lang schwimmen. Nee, hier ist unsichtbare Wand. Scheiße. Wie kommt man denn dann dahin? Toll, ich hatte mich letztes Mal schon mental darauf vorbereitet. Aber nö, geht wohl nicht. Okay, wie kommt man dann dahin? Das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ah, doch, ich weiß es. Ich sehe da was. Und zwar eine Schiene. Da bei der 4, bei der Adamire Station. Da ist so eine. Ah, Moment. Ich habe eine. Ja, ja, doch. Okay. Gut, dann können wir uns das Schwimmen auch sparen. Ist auch nicht schlecht. Sicher, bin dabei. Sicher, klar bin ich dabei. So, da ist nämlich schon die Adamire Station. Und zwar müssen wir mit dem Ding. Nee, diesmal nicht. Nein, nicht ganz dem Ding, oder? Ist das echt da schon? Da ist der Wagen. Wir müssen doch danach da hinten. Hm, komisch. Egal. So, wo laufe ich jetzt eigentlich lang? Bin ich jetzt hier falsch oder richtig? Ich glaube, ich bin richtig, ja. Ein bisschen rutschen, yay. Feindliches Gebiet ist uns scheißegal. Hier sind eh keine Feinde mehr so wirklich. Außer ein einziger und den machen wir jetzt platt. Der ist nämlich da hinten. So, das Herz sagt uns ja, dass da hinten noch eine Rune ist. Da kommen wir aber nicht ran. So, und da war irgendwo noch ein Knochenartefakt. Heute gibt's Fleisch, ein Topf. Verhungert bald. Und zack. Doch, das ist Knochenartefakt. Das markieren wir uns mal, weil das andere, das ist so. Ja. Das kriegen wir halt nicht hin irgendwie. Brunnen benutzen. Oh. Na gut. Hier war aber, glaube ich, noch so ein Vieh. Da hinten ist noch einer. Ah, das ist. Ist das ein Typ? Das ist tatsächlich jemand mit einer Route oder sowas. Scheiße, wie soll ich denn da jetzt was machen? Also da sind zwei. Da sind sogar drei. Boah, das ist ja voll voller Elan hier, ey. Stimmt was nicht. Ich frag mich, wer das war. Hat keiner gesehen. Außer die natürlich. Denkt sie sich auch so, wer war das? Hä? Zack. Oh, da ist er hingerutscht. Hingefallen. Hier sind aber noch zwei. Einer ist da hinten, um den können wir uns mal jetzt mal. Ich will nämlich nicht noch mehr Pfeile verschwenden. Scheiße, wie machen wir das? Von hier aus. Bam! Boah. Geil. Ich mag dieses Lautlose von oben. Das hat mich halt bei Dishonored 1 halt übelst gestört, dass man das nicht konnte. Ich habe zwar nicht drüber nachgedacht, dass man das vielleicht mit reinnehmen könnte. Aber jetzt, wo das mit drin ist, ist das schon ziemlich cool. Weil man diesen Falkensprung einfach vorher nie machen konnte.
Der sieht uns nicht. Ist alles in Ordnung. So, du bleibst jetzt auch mal schön ruhig hier. Und dann war es das, glaube ich, komplett mit den ganzen Wachen hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Was ist das da? Da ist so eine Post. So, könnt ihr auch wieder gerne lesen. Wir brauchen jetzt erstmal den Sichtpuls. Da hinten ist eine Wache, okay. Da müssen wir lang. Da ist das Knochenartefakt. Ich gehe mal hier nach oben. Was halten Sie so, du bist normal, alles klar. Hier ist noch ein zurückgelassenes Gepäck. Oh, Adermeyer ist für alle gesperrt. Versuchen wir es nochmal. Wir müssen zu Dr. Hypatia. Sie lassen keine Patienten mehr zu. Station Adermeyer. Hier geht's zum Institut. Ja, hier geht's zum Institut, ja. Da hinten ist der Wagen. Aber ich möchte erstmal diesen Schatz auch haben. Dieses versunkene Etwas. Ich weiß, es ist ein bisschen verwirrend, meine Reihenfolge jetzt gerade, wie ich das jetzt hier alles mache. Da ist sogar noch einer. Denke ich mir auch gerade. Also wir müssen quasi über diese Schienen hier, glaube ich. Was hast du gesagt? Nee. Nee, sonst ist hier keiner. Nur, ach, das ist das Zeichen, ey. Mann. Ich frag mich, ob die Gerüchte vom Kronen. So, wo bist du, du Kumpel? Da ist der Kumpel. Kaiserin. Eins. Diese Trottel. Zwei. Lichtwand. Ich muss nur so, ich speichere. Ich glaube, da war was Verdächtiges. Ich sehe mich mal um. Also mal sehen. Ich hätte genau hier jemanden gesehen. Der springt jetzt auch nicht runter, oder? Nee. Okay, Freunde. Nee, es ist ja gar nicht abgestellt, der Strom. Okay, das war verdammt viel Schaden. Das Problem ist, ich komme hier aber auch nicht zu diesem Schatz, ne? So. Ah, jetzt sehe ich, was der Nachteil dieses Knochenartefakts ist. Die Lebensleiste regeneriert sich normalerweise sofort. Aber diesmal ist es halt wirklich langsam. Ja, stört mich jetzt persönlich nicht so wirklich. Da hinten sind zwei gewesen. Na, warte mal. Ich finde zwar das Teleportieren von Corvo besser, aber der Arm ist irgendwie geiler. Ich frag mich, oh, da oben. So, da ist einer. Da könnten wir mit Luftattentat quasi runter. Und den ja auch. Komm. Komm, hoch, hoch, hoch. Keine Zeit für ein Schläfchen. Ich warte mal, bis meine Energie wieder ein bisschen aufgeladen ist. Jawohl, so kann man es machen. Mit dem Wagen komme ich also in dieses Institut. Das ist wahrscheinlich das da hinten. Obwohl da keine Schiene lang führt, oder? Ich sehe das jetzt hier nicht so wirklich. Ich habe ja noch mein Fernglas. Ah, die Schiene führt. Doch, die führt da hinten so lang. Na gut. Aber wo ist dann dieses verdammte. Ups, schon wieder falsch. Dieses verdammte Kreuz, das kriegt man doch nur. Wo sind wir jetzt überhaupt? Wir sind jetzt da. Doch, das ist quasi, wenn man damit fährt. Ist doch komisch. Na, wir räumen erstmal hier auf. Das dauert ja auch noch ein bisschen. So, ein bisschen warten. Und zack.
Nee, wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mal kurz nochmal schnell speichern. Ach, das macht er auch so schon, stimmt. Auch wenn das ein bisschen länger dauert. Aber egal. So. Ah, da oben ist noch eine. Also es gibt anscheinend doch Frauen, die hier gleich jetzt mal... Ich glaube, da war was Verdächtiges. Also mal sehen. Was war's? Gefällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Uns doch mal um. Ich sehe du. Gespenster. Da stimmt was. Okay. Irgendwann finden wir dich. Ihr lauft nur hin und her. Ihr könnt mich so nicht finden. Der hat sogar eine Waffe. Bin sicher, da war jemand. Sicher was bewegt. Warum habe ich denn die Betäubungspfeile bitte nicht nach oben? So. Los, ich habe keine Zeit für Spielchen. Ja, ich auch nicht. Jetzt verpisst euch doch mal. Komm, verschwindet. Die Renner rät sie nicht wirklich die... Ey, wollt mir doch jetzt nicht sagen, dass jetzt hier... Boah, war das ein Move, ey? Boah, das war richtig gut gerade. Die laufen da immer noch rum. Komm, 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 komm. Und tragen, aber sowas von schnell tragen. Oh. Das war knapp. So, ich habe noch eine Idee. Mal gucken, ob das so funktioniert. Ah, da ist sogar noch eine Bude. Da können wir noch rein. Da müssen wir sogar rein wegen dem Knochenartefakt. Ah, Delilah Cordwin, die heißt doch gar nicht so. Das ist die doch aus dem Dishonored DLC. Die heißt doch Copperspoon. Die alte. Die will uns doch nur verarschen. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Art Spoiler ist, aber wer das Dishonored 1 DLC gespielt, der weiß, wer sie ist. Ah, der geht runter. Okay, okay, okay. Jetzt muss ich mich beeilen. Was? Ah, scheiß Fliege hier. Geld zu kassieren. Hallo, ich blocke. Hä? Was zur... Warum? Schwächeanfall. Weißt du was? Der soll sogar sterben. Der hat's verdient. Oh! Ah! Okay, das Spiel ist verdammt... Alter! Okay, das war bei Teil 1 noch nicht so, dass das so krass... Ja, okay, gut. Ich habe Teil 1 noch nie jemanden umgebracht, so wirklich. An diese scheiß Fliege, dann verpiss dich hier. Blöde Wärme. Muss mal ganz kurz das Fenster aufmachen. Dauert nicht lange. Das Fenster ist ja sogar auf, ey. Ah, Mann. Jetzt kommt hier schön viel Licht rein. Oh, das Vieh ist draußen. So. Nee, das ist doch nicht draußen. Ach Mann, fuck you, ey. Ist mir jetzt egal. So, wenn ich hier fertig bin, dann kommt das Vieh hier weg. So, nochmal das Herz kurz rausholen, weil da ist ein Knochenartefakt und da ist halt echt nur noch die eine Rune. Wie auch immer man da halt hinkommt. Wir haben ja gesehen, da gibt es keinen Weg eigentlich. Da unten sind auch wieder ein paar Wachen. Komm wieder rauf. Alter, von hier oben so ein... Boah, wer... Moment. Ich muss mich jetzt mal ganz kurz beeilen. Ich komme da gar nicht hin. Scheiße. Oh. Das hat wehgetan. Oh, wo hat denn der jetzt gespeichert? Der hat doch da gespeichert, wo ich die noch nicht platt gemacht habe, die Viecher. Die Viecher vor allem. Komischen Typen. Scheiße. Ach, Mann.
Das ist ärgerlich. Und dumm. So, dann kann ich ja das Fenster nochmal aufmachen. So, das Vieh fliegt schon irgendwann raus. Irgendwann riecht es die Luft. Ja, als ob. So, wo sind denn jetzt die anderen beiden? Einer ist da hinten. Wer ist da? Okay, der kommt mich jetzt aber nicht holen, ne? Sieht jetzt jedenfalls nicht danach aus. Ziemlich trocken. Da hat sich was bewegt. Komm zurück! Okay, gut, jetzt reicht's. Komm her. Ich zeig dir, wie ich meinen Offiziersrang. So, und ich zeig dir mal, wie man Leute erwürgt. Ach, das sind Veteranen. Okay, ich wurde auch letztens von einer Person entdeckt. Und dieses Mal auch. Das ist nicht so schlimm. Da ist einer. Wir können wegen mir im Nichts verrotten. Ich habe genug Sorgen, auch ohne ihre ständigen... Es war einst ein Mann aus Hochmühltal. Sein Ding war so klein wie ein Zwergaal. Er zog daran Teppich. Nur grad so hat. Hä? So, schön in die Mauer eingepflanzt da. Okay, das Interessante bei den Betäubungsfallen ist tatsächlich, dass sie manchmal... Oh, der hat mir einen Weg eröffnet. Und den könnte ich jetzt so hinterrücks einfach mal... Ne, mach ich aber nicht. Dass die Betäubung erst ein bisschen später anhält. Also ein bisschen später erst kommt. Das weiß ich erst jetzt. So, ich könnte natürlich hier drinnen auch aufräumen, aber habe ich keinen Bock zu. Ich werde es da am besten nach unten irgendwie. Oder ich mache einen auf den... Okay, die Fliege, die rumfliegt, ist ein bisschen dämlich, aber ein bisschen sehr dämlich. Das muss die Wohnung der Alchemistin sein. Alexandria Hypatia. Okay. Die Erdemeier-Tinktur, die benutzen wir auch jetzt mal. Die Scheißfliege ist so dämlich. Nestwächter. Durch das Scheißlicht sehe ich auch jetzt weniger. Nur weil ich zu nett bin. Die Blutfliegen gedeihen bei den ganzen Exekutionen. Ah, ein Wohnungsschlüssel. Ja gut, ob ich den jetzt auch brauche, ist so eine andere Sache. So, Badesalz gibt 15, jawohl. Warum kann ich hier nicht... Ich sehe so gut wie nichts, ey. Das ist der Shit, ist das, ey. Und irgendwie kommt von draußen so ein ganz komischer Geruch. So, sehe ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr? Ja, aber auch nur ein bisschen. So, warum konnte ich denn das jetzt nicht einsammeln hier? Ach, das ist einfach hinter Glas. Ja, gut. Scheiß drauf, hier ist bestimmt eh keiner. Nice. 200 Münzen.
Hier ist doch gar keiner. So, liebe Alexandria, ich habe mich um deine Pflanzen gekümmert, so gut ich konnte. Ich mache mir Sorgen, da ich lange nichts von dir gehört habe. Geht es dir denn gut? Ich habe noch deinen Schlüssel. Sag Bescheid, wenn du ihn brauchst. Cyrille. Oder Cyril. Komische Namen. Nach unten muss ich. Und oben geht's auch nicht weiter, ne? Ganz schön großes Haus hier. Da hinten sind ein paar Wachen. Ja gut, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass hier keinerlei Typen sind irgendwie. Noch ein Wohnungsschlüssel. Jetzt habe ich schon zwei Schlüssel. Das ist da drinnen. Nein. Nein, sag mir nicht dem. Oh, nö. Zahlencode, ist das euer Scheiß Ernst? Okay, Zahlencode. Steht hier irgendwas von. Nee. Try to unlock me. Criminal like. You can open this Winslow safe. The precious silver inside is yours to take home. One attempt only. Heißt das tatsächlich, dass wenn ich zwei. Dass ich einmal falsch liege, dass ich den dann nicht mehr öffnen kann? Ja, eigentlich ein bisschen gemein. Hier ist auch noch ein Safe. Da ist ja einer. Alter, ich bin erschrocken, ey. Hallo bei Winslows Tresoren. Sie können sich gern umsehen. Ja, ich sehe mich schon um. Boah, was da alles drin ist. Drei Barren, Munition, ein Knochen. Okay, die Munition ist nicht so wichtig. Aber drei Barren. Ah, eine Schreibmaschine bringt nichts. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Notiz, wenn ich die nicht sogar schon habe. Vielleicht sollte ich mal nachgucken in meinem, ne, genau. B-b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 -
Notiz von Dr. Hypne. Bla. 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 Zurückgelassenes Gepäck? Nee. Nee, wir haben echt noch nichts gefunden für ein Tresor. Ja, ich habe ja auch schon gesagt, dass es ein bisschen komisch riecht, aber das kommt von draußen tatsächlich. Echt? Ja. Irgendwie ja. Ja, beides so. Oh, wow. Broke, ja. Ich kann es mal probieren, aber ich... Ja gut, okay, was soll's. Das war 3, 2... Was war das nochmal? Ich guck nochmal nach. Das war 3, 2 und 4. Das stimmt niemals. Ja, ist falsch, war klar. Scheiße. Vor allem try to unlock me. Ja, wie denn, wenn man gar keine... Oder kann man irgendwas da... Nee, kann man auch nicht. Kann ich mit dem nicht irgendwie reden? Der beste Tresorladen auf den Inseln. Hier sind sie richtig. Das war wahrscheinlich der einzige Tresorladen auf der Insel. Nicht nur der beste, der einzige. Ach, verdammt. Nee, ich glaube, da muss ich echt in der nächsten Folge mal gucken. Da gehe ich jetzt nochmal draußen ein paar Typen erledigen. Doch mal zudem mache ich mit Stil. Wäre, muss ja kein großes Spektakel sein. Nur hin und wieder ein bisschen Spannung. Mehr Gardisten. Besser aus dem Weg gehen. Komm, jetzt sind die noch, Mann. Hä? Huch! Was? Hilfe! Wache! Scheiße! Hilfe! Zu Hilfe, noch jemand! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Wo ist der hin? Der ist jetzt ernsthaft raus? Shit! Hier ist aber auch keine Nummer, ne? Irgendwie... Ist hier nichts von. Hier war noch irgendwo eine Frau, ich weiß das. Ich renne einfach mal. Was ist dir passiert? Irgendwann finden wir dich. Was? Nimm das! Was? Du gehst nicht. Okay, scheiße, das geht gar nicht. Brennes Schmeckhaus!
Ah, ja, komm. Winsel um Gnade. Dreckspack. Okay, scheiße. Okay, was ein komischer Tod. Ach, nee, komm. Die Safe-Nummer werde ich mir für die nächste Folge dann mal raussuchen. Wenn ich hier dann fertig bin mit allem. Dass sie da hinten sitzt, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe die nicht gesehen. Ja, jetzt weiß ich ja, wo die rumgammelt. Die kann ich auch eigentlich mit einem Betäubungsbolzen fertig machen. Nur habe ich, glaube ich, nur noch einen einzigen. Ne, zwei sogar noch, das ist gut. Das ist ein Scherz, wie sehen die mich denn immer, ey? Was? Nergardisten. Das ist ein Witz, ey. Die können mich doch nicht wirklich immer wieder sehen. Am Anfang lief es noch echt gut und jetzt kommen wir gar nicht mehr voran. Wir haben nur noch ein bisschen Zeit. Ich versuche die trotzdem jetzt nochmal fertig zu machen. Na komm, der muss endlich mal aufgeraucht haben, da, ey. Da hinten ist aber auch noch irgendwie einer. Der bleibt jetzt da ganz hinten stehen. Okay. Hier oben kann ich auch nirgendwo raus. Nergardisten. Besser aus dem Weg gehen. Okay, ich versuch's mal. Versuch den mal hier so zu verstecken. Den würde jetzt bestimmt keiner sehen. Der Typ da hinten war auch noch einer. Die Frau ist wahrscheinlich wieder da ganz hinten in der Ecke. Ja, ich sehe die jetzt auch. Nee, jetzt kommt sie. Oh, oh, jetzt kommt sie. Bitte nicht hingucken, danke. Ich könnte da nach ganz oben hin. So, nicht in die Nähe von Zivilisten packen, okay. Dann mach ich einfach mal hier in die Ecke hin. So, die macht ein Nickerchen, mehr nicht. So, dann fehlt nur noch der da vorne beim Eingang, wo wir uns dann in der nächsten Folge ein bisschen austoben. Wir sind sowieso schon jetzt, glaube ich, 4 Folgen. Oder vielleicht sogar noch länger.
in einer Mission. Ich glaube, das war bei Dishonored 1 auch schon so der Fall. Die erste Mission, die war auch sehr lang. Danach ging es eigentlich. Nein, du siehst mich jetzt nicht. Scheiße, der kommt, der kommt, der kommt. Wenn jetzt die Leiche sieht, habe ich ein Problem, aber ich habe noch eine andere Idee. Komm, schlaf ein. Jawohl. Ja, ja, komm. Na, geht doch. Okay, alles geräumt, glaube ich, bisher. Mit ein paar Hindernissen. Hier kommen wir sogar recht gut rein. Gut, wir sind schon längst über der Zeit. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Und falls ich den Tresor nicht finde, also ich hole mir die Kombination schon mal raus aus dem Internet und werde die dann aber erst benutzen, wenn ich hier wirklich komplett fertig bin. Und da hat wohl einer Hunger. Gut, wir sehen uns zur nächsten Folge von Dishonored 2. Haut rein und tschüss.